Guten Abend und herzlich willkommen. Das ist ein bisschen feierlicher, aber auch ein schöner Moment. Das ist der letzte Abend des Kultursommers in diesem sehr besonderen Jahr für das Jüdische Museum Berlin. 20 Jahre jüdisches Museum, und weil dieser 20. Geburtstag ist, haben wir gedacht, an diesem letzten Abend machen wir was ganz Besonderes. Also wir haben in den letzten Wochen jüdische Gegenwart auf sehr vielschichtige Weise, spannende und aber auch sehr lustvolle Weise erlebt, diskutiert, gehört, gesehen. Und am Ende eines solchen Ereignisses haben wir gedacht, es wäre schön, wenn wir alle an einer Tafel sitzen würden und uns austauschen könnten. Das geht leider nicht, aus bekannten Gründen. Deswegen haben wir gedacht, wir lassen uns was einfallen, damit diese Tafel irgendwie trotzdem stattfindet. Also bei einer Tafel gehen Leute so hin und her und reden mal mit dem einen und dem anderen. Und so etwas in der Art haben wir uns auch überlegt, dass wir die Menschen, die sonst an einer Tafel sitzen würden, einfach zueinander setzen und miteinander sprechen lassen, also und ins Gespräch verwickeln lassen. Also dieses Prinzip machen wir uns zu eigen. In der kommenden Stunde werden Menschen miteinander sprechen, die das Jüdische Museum mitgestaltet und begleitet haben, die hier ihre Gedanken und Visionen zur jüdischen Gegenwart und zu diesem besonderen Ort mit uns teilen werden. Es ist sehr, sehr schön, dass Sie alle hier sind, und sehr schön, dass Sie in diesem Internet uns zuschauen. Also wir haben, glaube ich, eine sehr spannende und interessante Stunde vor uns. Und diese Stunde beginnt mit einer Videobotschaft, und zwar von W. Michael Blumenthal, dem Gründungsdirektor. Ich sende meine besten Grüße und wäre gerne selbst in Berlin, um an der Feier zum Jubiläum 20 Jahre des Museums teilzunehmen. Aber leider ist das im Moment nicht möglich. Wenn ich an diese letzten 20 Jahre zurückdenke, dann erinnere ich mich an den Anfang, als das Museum nur eine schöne Idee war, und an die vielen großen Meilensteine, die wir in diesen 20 Jahren beschritten haben. Wir haben mit einem wunderbaren Gebäude angefangen. Dann kam die erste große Dauerausstellung und dann immer die weitere Entwicklung des Museums mit besonderen Sonderausstellungen, einem Kindermuseum, der Akademie, dem schönen Glashof. Und so ist das Museum heute etwas ganz Besonderes geworden. Wenn ich zurückdenke, dann bin ich dankbar und freue mich und auch denke mit einer gewissen Genugtuung darauf zurück, dass es mir erlaubt war, daran mitzuarbeiten und mit den vielen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen zusammen und der Unterstützung aus der Wirtschaft und der Politik, der Kultur, unserem großen Freundeskreis, eine Befürworter aufzubauen, die dafür verantwortlich sind, dass das Museum heute nicht nur eine besondere Institution in Deutschland geworden ist, sondern in der ganzen Welt bekannt ist als etwas Außergewöhnliches. Für mich ist es ein Geschenk gewesen, dass ich daran mitarbeiten durfte. Und natürlich freue ich mich über den Erfolg. Wenn ich an die letzten 20 Jahre zurückdenke, dann finde ich es immer wichtig, dass wir nicht nur über die Vergangenheit nachdenken, sondern auch über die Zukunft. Und 20 Jahre sind einerseits eine lange Zeit, aber andererseits auch nur eine sehr kurze Zeit. Das Museum wird noch viele, viele Jahre bestehen. Viele 20-Jahres-Zeiten werden vergehen. Und mein Wunsch ist es, dass in der Zukunft das Museum weiter ein zukunftsgerichtetes Museum ist.
die Mission erfüllt, nicht nur die Geschichte der deutschsprachigen Juden zu zeigen und daraus Lehren zu ziehen, sondern eine wichtige, bahnbrechende kulturelle Institution in Deutschland und in der Bundeshauptstadt ist. Dass das Museum weiter so wie in den letzten 20 Jahren Neues versucht, Neues entwickelt, bahnbrechendes Programme entwickelt, die vielen Menschen, die zu uns kommen, weiter zu engagieren und daraus zu lernen und mitzuarbeiten, sodass auch in der Zukunft das Jüdische Museum eine besondere Rolle in Deutschland und in der Welt spielt. Soweit also der Gründungsdirektor W. Michael Blumenthal, der die Wünsche schon vorweggenommen hat, nämlich viele 20 Jahreszeiten weiter. Aber jetzt sind wir im Hier und Jetzt. Und ich habe ja schon gesagt, wir machen so dieses Tafelprinzip. Das hat so ein bisschen was von Speed-Dating, was wir hier veranstalten, weil jede Paarung hat 15 Minuten Zeit. Aber es ist natürlich sehr viel charmanter und auch wahrscheinlich auch faszinierender und interessanter als Speed-Dating, weil die Leute, die hier miteinander reden, schon viel übereinander wissen und sich austauschen. Los geht es mit Hetty Berg, die seit 2020 eine leidenschaftliche Museumsdirektorin ist und mit dem Mann, dem wir diesen wundervollen, grandiosen, faszinierenden Bau zu verdanken haben, dem Architekten Daniel Liebeskind. Die 15 Minuten gehören Ihnen. Ja, wunderbar. Ah nein, wir machen es auf Englisch. No, no, it's okay. But I'm not so used to German now. But it's wonderful to be here, to sit here with you, Daniel Liebeskind, and wonderful that you are all here. Yes, likewise. Yeah, welcome. We're sitting here in the Altbau von the Jewish Museum, but still we sit in one of your creations here, the Glashof that was added a bit later to the what we call the Daniel Liebeskind Bau. And I'm wondering, when you designed and built the Jewish Museum Berlin more than 20 years ago, I know it was a very long story from the design till it was built. It also felt at times, I think, like a very improbable project if it would be realized at all. And now it has become such a success. And I think a big part of the success of the Jewish Museum Berlin is also thanks to your architecture. How do you see since 20 years ago, the evolution of this museum, and how does that relate to the expectations you had at the time when you designed it and built it? Thank you, Hetty. Well, first of all, it's been an amazing evolution with you here and with the new exhibition that I was lucky to see. You can see how the museum has evolved over the last 20 years in every way. And that really means that the museum is adaptable to new times, because times change. You know, when I first designed the building, it was a long time ago. But 20 years, as Professor Blumenthal said, is not that long for the life of institutions. So I'm really inspired by what is happening in the building, because the building is only a building. It needs really all the mechanism to attract people, to educate people, to make them enjoy that often, you know, turbulent history of Jews in Germany and the meaning of it today in our world. So yes, it's been a wonderful journey. Well, I think we all agree on the fact that it's not just a building, and that you inscribed so much already of the path that German Jews took through history, which is, yeah, really inscribed in the building already. That's why also many people already loved it when there was nothing in it. I'm a big fan of the fact that there are things in the museum. No, I designed it for exhibitions. It was designed for exhibitions. It was never meant to be an empty building. I know. People keep on telling me, oh, but when it was empty, it was so amazing. Look, just because something is not a box
does it mean that it should be should remain empty? Of course, it poses imaginative ideas for curators, for experts. But I think that's good. It's good that people think about, you know, what a wall is, what a door is, what a window is. That's something positive. I wouldn't shy away from it in another building anyway. This museum was the first museum you built and also the first building that was realized after you designed it. But since then you've designed so many other Jewish museums and museums, many other buildings, but let's stick to the museums now. Can you say that your approach in these last 20 years in designing Jewish museums or museums in general has developed a lot? Is your idea about it, has that changed? Well, you have to develop your ideas, otherwise you're dead. You know, if you don't develop ideas, you know, what's the use? But I have to confess, it's true. Most people don't realize it, that the Jewish Museum here is not just the first museum I designed, it's the first building I designed. I never designed even a small garage or a small house. This was my first building. And since then, of course, I've gained a lot more experience. But I always think that experience is something very negative. The more you know, the less you're capable of understanding the world. Because knowledge interferes. Experience makes you an expert. And as Frank Lloyd Wright said, you know, expert is someone who stops thinking. So yes, my disadvantage is that I've built more, that I have lost, in a way, the innocence that I had when I first drew a plan for this building. But believe me, I try to unlearn as quickly as I learn, and I think I have developed sort of new ideas in that kind of naive innocence, or, you know, entering sort of the cloud of the unknown or the unknowing. Yeah, I know from in Los Angeles, the Contemporary Jewish Museum, the Jewish Museum in Copenhagen, the Nussbaum Museum. Now you're designing a Jewish museum in Lisbon. Yeah. Are there others, or have I? The Jewish museums? Well, of course, these are Jewish museums, but I'm also designing, I think, in a very important, in Amsterdam, the first really important memorial to the Holocaust. That's kind of the book of memory with all the names, 102,000 names of those who perished, Jews of Holland, and of course, Roma as well. So yes, I continue to be involved in many projects that touch on Jewish heritage, on the importance of memory, and also on the future. What does it mean for the future today as we witness the world's development? Mm. But I'm not only doing Jewish projects, I'm also doing a Museum of Anthropology in Chile. I'm doing other cultural buildings elsewhere. So yes. Yes. Yeah, it's actually for me quite a touching idea that the monument in Amsterdam is almost next to the Jewish Historical Museum, where I worked 30 years ago. Now there's the monument, and now I'm here in Berlin in your building. So that's an incredible coincidence. Let me just say that it's not that easy to build what people call Jewish projects. It seems like just another museum, a contemporary Jewish museum or Jewish Museum of Portugal. But these are difficult projects because the histories, as different as they are always challenging. How to present them, how to gather the support, how to get the funding, how to tell the story. So to me, every one of these buildings that I've been lucky to be involved in is a kind of miracle that brings to the world something that people may not have even thought about, and that has they thought maybe it's lost, but it comes back in an unexpected way, and often in an unexpected place with a very different set of ideas. Here in Berlin, your design is called Between the Lines, and you work with the voids and also with the addresses of Jews living in Berlin. Is there can you tell us something about the idea that is now behind your design in Lisbon for the Jewish Museum? Yes.
I didn't really know intimately the history of Portuguese Jews, but it's not like the history of the Spanish Jews, because even though many Spanish Jews escaped from the Inquisition to Portugal, the Portuguese king said that he would allow Jews to leave Portugal during those terrible times, 15th century. And then when all the Jews were gathered, thousands of them with their families, to leave in the port of Lisbon, the king said, you're not leaving, you're now the new Christians. So imagine if you're now declared to be a new Christian and you're a Jew, what do you do? What do you behave? What is that history? That history is turbulent, and of course, a lot of it is the history of a secret that people have to maintain in conditions that are very adverse. But also there's a lot of mingling because of it between the local populations and Jewish people who cannot be expressly manifesting their beliefs and their religion. In any case, it's an interesting history going through, hundreds of years. And I thought of the word mitzvah because it's somehow, in the long run, a good deed that not only the museum would be built, but that story of this fascinating story of an undying sense of future is lodged in Portugal still. And by the way, Portugal is one of the very few countries that has almost no anti-Semitism, because people feel they are part. You know, I was showing the building, I think I mentioned, to the president of Portugal, the site. He said, can you show me the site? And I was going with him. And this is the president of Portugal, said to me, I'm actually Jewish. And I said, what? He said, well, my great-grandmother was Jewish, my great-grandfather was not, and his side won, but I'm Jewish. So that's a beautiful sort of tale of what the mitzvah kind of that museum is. Of course, it has, I based it on a very, a number of symbolic elements, which come from the Jewish traditions, also Portuguese Jews with their secrets. And I hope it will be a beautiful building built right next to the Belém Tower, very close to where the great explorers explored the world. And now, in a small, modest building, you can explore the other invisible topography of Portugal. Yeah, well, I'm very eager to see it. It sounds really great. What I also find so special and also meaningful here is that your buildings really, or here in the museum, and I know from the Jewish Museum in Denmark, that it really also does something with physical to the audience. And I think that's also because they're kind of disoriented, or you're in Denmark it's very strong because nothing is straight, so you are kind of put off your balance. But also here people experience that, especially in the axis, etc. Yes. And it kind of, I think, opens them up for the narratives that we want to transmit. Well, look, remember, if you've read Marcel Proust's great work, in English it's translated as A Remembrance of Things Past. Remember what he says? He said that his idea of the world changed when he stepped by accident. He was standing in St. Mark's Cathedral in Venice, and he suddenly realized he was on an uneven surface. The stones were just uneven. And in that moment of the unevenness of the steps which he felt, his whole street, his life in the village back in France came to him. He suddenly realized that he was standing on that street back in time in a different location in France. And he realized at that moment that he should write a book about it. I mean, he says it in the book. That's the research. The research is a revelatory experience based on an accident of an uneven surface. Now, that tells us a lot, that you cannot invent an uneven surface, but sometimes, like in the history of the Danish Jews, it's about the waves of the sea, because they survived by being transported from Denmark by these little boats. So I included that experience. Here in this museum, I included the slightly leaning angles of the floors up and down, because that's part of the language of architecture. Architecture is not just an abstract, mathematical, geometric language. It's a language of the body,
It's the language of what we feel, which is not just mental, it's emotional. We feel it sometimes before we know it. And so I always considered architecture an art that is not just intellectual. It's really, as you said, it's also phenomenologically the art of the complete human being with all the frailties and all the unknown opacities that are imminent in our consciousness. We don't not only have the buildings here on this side of the Lindenstraße, but also in the former flower market. Yeah. You realized the academy, the Michael Blumenthal Academy, and of course, we're very happy with the greetings we got from the grounding director. So the academy across the road where we just also opened ANOA, the children's world, where we will also have later in the program, we'll talk about that. So there have been many steps in this museum. What are your wishes for the coming 20s years? Well, my wish is fulfilled, having a fantastic director, having a new exhibition that is really a 21st century exhibition, having a sense that the museum, as Mr. Blumenthal said, is not just about the past, it's about how the past impacts the future, what the future is. And so, you know, my wishes are for continuity, hemshach, as they say in Hebrew or in Yiddish, the continuity, because that's somehow what Jewish life is about. It's strange to say, because it seems obvious, but being Jewish is a life of continuity across gaps, voids, unexpected diversions. And I think that's somehow what I feel in this building, that it's the future is just ahead of it. It's not behind it. And so, yes, I wish you and all your colleagues and everyone who is supporting Jewish Museum Berlin the strength to keep going to new territories of the imagination and of history and of truth in an era which distrusts history, which denies faith, which is immune to trust. So that's kind of a challenge. Thank you very much. Thank you. Thank you for this wonderful building. Thank you so much. Thank you. Thank you. Dankeschön, Hetty Berg und Daniel Liebeskind. Also das mit den 15 Minuten ist wirklich schwierig, weil wir könnten, ich glaube, jeder Paarung ganz lange zuhören. Und allein das hat es schon bewiesen. Es gibt hier so eine Uhr, die runterläuft. Und wir rechnen damit, dass wir ein bisschen drüber sind. Aber das macht nichts, weil wir kriegen ja etwas geschenkt. Zeit und gute Dialoge. Und wir machen weiter mit dieser sehr besonderen Art des Zwiegesprächs. Und zwar mit der Publizistin Silly Kugelmann, die das Jüdische Museum Berlin als Programmdirektorin und Kuratorin lange Zeit entscheidend mitgeprägt hat. Und mit einem Mann, auf den in Berlin inzwischen überhaupt nicht mehr verzichten kann und will, weil er so wundervolle Dinge in der Komischen Oper und nicht nur da macht. Zuletzt eine großartige Drei-Groschen-Oper am Berliner Ensemble. Und er war hier involviert, als es um ein Kapitel der Dauerausstellung, die ja hier zu sehen ist, ging, nämlich Juden und Wagner. Barry Kosky, viel Spaß. Also, Barry, you can say you to me. We can say you to each other. Ich habe vor einem halben Jahr ein wunderbares Buch gelesen mit dem Titel On Ecstasy. Und da ist mir die Idee gekommen, jemanden zu befragen, der sich als kleinen Jungen schildert in Bezug auf vier Dimensionen: Riechen, Schmecken, Tasten, Fühlen, Hören, und das alles vermittelt über zwei Großmütter und einen Berg von Pelzen. Und ich denke, dass diesem jungen Mann damals, diesem jungen Jungen, wie alt warst du,
etwa, als deine Großmutter dir die Schallplatten von Puccini vorgespielt hat? Sieben. Also kein Mann, ein Junge. Dass diese Erfahrung für einen Jungen im Alter von 7 so besonders waren, dass sie in deine aktuelle Arbeit auch einfließen, noch bis heute. Und vielleicht kannst du das kommentieren, die eine Großmutter mit der Frustrationstoleranz einer Hühnersuppe, die den Geschmack produziert hat, die andere Großmutter, die dich in die Musik eingeführt hat, und der Vater mit seinen Pelzen, der dich in das Tastgefühl und in den Geruch eingeführt hat. Vielleicht erzählst du das. Ja, ich mache eine kurze Fassung, weil Sie können alle das Buch kaufen. Aber ja, schön hier zu sein. Ich habe eine Bildung in Australien gehabt, dass ich glaube, keine junge Theatermusik besessene Kind könnte in Deutschland haben. Ich sage nichts gegen die Bildung in Deutschland, aber vor ich 18 war, ich habe über 200 Oper gesehen in Australien. Ich habe die ganzen Mahler-Symphonies gehört in Australien live. Ich habe zahlreiche Musicals, Theater, Oper, international Künstler gesehen, weil sie kommen alle nach Australien. Das war eigentlich eine Landschaft, weil eigentlich in Europa alle sagen mir, wie könntest du, Barry, in die Oper kommen? Also ob Australien ist eine Totalwüste, nicht nur eine Teilwüste. Und ich sage, das ist das Resultat von zwei unglaublich starke Frauen, meine polnische Großmutter von meiner Mutters Seite, Lea Sawinski aus Warschau, und meine ungarische Mutter, Großmutter aus meiner Vaters Seite, Magda Levi aus Budapest. Zwei unglaublich starke, ganz unterschiedliche Frauen. Und sie haben mich eigentlich eine Kosmos gegeben von Schiller, Goethe, Mahler, Wagner, Bach, bis zu meiner polnischen Großmutter, hasst die Oper, hasst Musik, klassische Musik, aber sie war der Koch. Und diese berühmte Hühnersuppe, wo ich schreibe ein ganzes Kapitel, war eigentlich eine unglaublich so wichtige als Nahrung wie Mahler oder Bach oder Mozart. Und es klingt wie ein Klischee, die Hühnersuppe. Aber ich sage dir, ich war besessen bis heute über Hühnersuppe. Aber meine Großmutter-Suppe war sehr besonders. Und man hat eine Kombination zwischen Bildung, Erfahrung, Exil, Diaspora und Liebe. Ist ein Geschenk. Das ist ein Privileg, weil viele Menschen haben nicht diese Kombination. Und dann meine Vaterfamilie, die Koskis in Australien, die Welikowskis aus Belarus, hat ein riesiges Pelz-Business über die ganze Australien. Und meine Kindheit war nicht am Strand, weil in meiner Kindheit habe ich die australische Sonne gehasst, ich habe den Strand gehasst, ich habe Sport gehasst, ich war ein total Anti-Australien. Aber zu fahren durch tausende Pelzmantel in meiner Vaters Fabrik und Netzmantel, weil Netz und Fuchs, sehr unkoscher jetzt alles das, aber in dieser Zeit, das war auch etwas, das bis heute, nicht nur, weil ich liebe Nerz, in den Mink-Coats. Wenn ich sehe eine alte Dame in die Oper mit einem echten Mink-Coat, dann ich bin wie Hannibal Lecter in Silence of the Lambs. Like, ja. Aber das ist etwas, das bleibt mit mir. Und ich habe über diese sinnliche Sachen geschrieben, weil Kunst ist sinnlich. Es natürlich ist intellektuell, natürlich ist Gedanke, natürlich ist Ideen, aber es ist sinnlich. Musik ist sinnlich. Es geht durch den Körper sofort in das Herz und dann in die Gefühle. Man kann später ein Intellektuell. Theater ist auch sinnlich. Essen ist sowieso sinnlich. Aber oft man vergisst diese Sachen. Und ich habe ja eine unglaubliche glückliche Kindheit gehabt, wo diese Stranden, unterschiedliche Faden von Belarus, Ungarn und Polen über England
sind plötzlich in diese Suppe gekocht. Also was mich so bei den Inszenierungen, die ich gesehen habe, was mich so fasziniert hat, ist deine subversive Methode, das Jüdische in das Material zu bringen. Und zwar nicht upfront, es ist nicht sehr sichtbar. Manchmal ist es sogar so, dass ein jiddisches Lied in einer Operette ist und das erkennt nur der, der sie kennt, und die anderen erkennen das nicht. Ist das eine Methode, diese Subversion etwas zu entdecken, auch in der Musik? Also zum Beispiel jetzt auch bei der Drei-Groschen-Oper, dass hier für Deutschland ist Brecht der große Held. Und es wird eigentlich nur über Brecht und weniger über die Musik gesprochen. Aber du hast da etwas entdeckt in dem Salomon-Lied, was, hat mir jemand erzählt, auch oft gar nicht aufgeführt wird. Kannst du das kommentieren? Oh, es sind viele Fragen da, Silly. Ich versuche. Erstens, ja, ich fange mit dem Ende an. Ja, in Deutschland ist es eigentlich, die Drei-Groschen-Oper ist ein Stück von Bertolt Brecht mit Musik von Kurt Weill. Das war Brecht. Brecht hat das gesagt in der zweiten Edition von dem Verlag. Kurt Weill hat immer das gesehen, das ist eigentlich ein Musikstück mit Text von Bertolt Brecht. Sie haben beide gestritten über das. Und man muss immer erinnern, dass Brecht hat, ich glaube, 65% Tantiemen von der Drei-Groschen-Oper. Und Elisabeth Hartmann und Kurt Weill hat ein bisschen extra, hat viel Geld gekriegt von Drei-Groschen-Oper. Nicht gegen Brecht, ist ein Genie. Aber es war eine Zusammenarbeit. Und ich glaube, dass in Deutschland die Tradition ist eigentlich, Brecht ist der Gott, Kurt Weill, schöne Musik, toll, toll. Aber ja, sorry, wir haben ihn im Augweg geschickt. Und ja, wir wissen eigentlich, dieses amerikanische Kapitel hat nicht so gut Musik geschrieben, auch Quatsch. Und wir wissen nicht, was zu tun mit Kurt Weill. Und ich habe gesagt, immer und immer und immer, dass Kurt Weill ist einer der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und einer der wichtigen deutschen Komponisten des 20. Jahrhunderts, nicht jüdischer Komponist. Das ist einfach, das zu sagen, jüdischer Komponist, was bedeutet das? Aber er ist ein deutscher Komponist und er ist ein Herz von 20. Jahrhundert Musik in Deutschland. Und ich finde, wenn du zurück für die Subversion, zurück zu meiner Kindheit, alles ist erzählt in zwei Sachen, drei Sachen. Ich habe drei besessen, als ich Teenager war, Kindheit und Teenager. Das waren drei große Einflüsse. Erstens war The Muppet Show. Und ich sage immer, ich bin ein Drittel Kermit, ein Drittel Miss Piggy und ein Drittel Fozzie Bear. Ja? The Komiker, The Diva und The Produzent. Ja? Und The Muppet Show ist eigentlich subversiv. Es für die Kinder, es gibt kein Programm wie jetzt, wie The Muppet Show, als Metaphor über Vielfalt, über Identität, über Gemeinschaft, über Kollektiv, über eine Gemeinde zu machen, in dieser endlosen Show. The curtain goes up, the curtain goes down, it's never ending, the show. Und viele, Jim Henson war kein Jude, aber viele von den Menschen, das hat in The Muppet Show gearbeitet, waren Juden. Und The Muppet Show für mich ist die beste Metaphor, nicht nur für Leben, aber auch für viele von meiner Arbeit. The show that never ends, the show that must go on, the curtain that must go up. Der gleiche Moment, ich habe dann angefangen, Kafka zu lesen. Bis heute mein Lieblingsautor. Wir wissen alle über Kafka. Und Kafka für mich ist absolut, wenn ich lese den Kafka, wenn ich lese den Prozess, ich bin Josef K. manchmal. Ich bin K. Ich weiß, was das ist. Wenn ich habe als 15 Jahre alt Kind in Australien The Metamorphosis gelesen, hat mein Leben geendet. Und dann an der gleichen Zeit, oder ein bisschen später, dann ich habe Barbara Streisand entdeckt, habe Jentl gesehen. Und wenn du willst meine Arbeit richtig verstehen, then I say, it's just Barbara Streisand, The Muppets and Kafka. Alles zusammen. Das macht das klar für mich. So the subversiveness ist keine Attitüde. Das ist nur, wer ich bin. Und ich muss nur machen, wer ich bin, authentisch zu sein. Und ich sage immer, wenn ich bin in Deutschland, für einen Drei-Groschen-Oper, ich sehe die Schauspieler, weil es gibt diese Tradition in Brecht, dass man den Text, man steht auf der Bühne, man schreit den Text Richtung Publikum mit Wut, Aggressivität und einem Zeigefinger. Ihr seid blöd, wir sind kluger.
Das ist, warum wir sind hier und Sie sind da. Das ist die Tradition. Kommt durch die DDR und kommt jetzt. Und ich habe gesagt, das ist nicht, was sie geschrieben hat. And I got them all to watch Lubitsch films. I said, talk the dialogue like Lubitsch. Leicht, leicht weggeworfen, witzig, ironisch, gespielt. Und dann plötzlich, der Text kommt in ein ganz neues Leben. So ist es nicht, ich sitze nicht da und sage, wie kann ich richtig subversiv sein? Ganz genau, ich bin in Bayreuth mit The Meistersingers. Alle Menschen haben gefragt, in deiner Inszenierung von The Meistersingers, Barry, warum hast du diese Bilder auf der Bühne gemacht? War das die erste Mal, diese große, richtig schwere, schmerzhafte Bilder für ein deutsches Publikum in Bayreuth zu sehen? I said, nein, ich muss das machen, nicht weil ich möchte provozieren oder subversive sein. Ich mag das, weil es, das kommt von mir raus und ich denke, das ist, was ich sagen möchte mit dieser Sache. Also was ich sehr interessant finde in den Inszenierungen, jedenfalls die ich gesehen habe, das Publikum wird nicht, wenn der Vorhang aufgeht, ist das Publikum noch nicht in dem Stück, sondern es wird sozusagen etwas davor gebaut, eine Brücke. Und bei den Meistersingern war das Villa Wahnfried und bei Anna Tefka zum Beispiel war es ein Wald. Und ein Junge geht an einen Schrank und lebt im Hier und Heute und erst in dem Moment, in dem der Schrank aufgeht, kommt die Geschichte aus der Vergangenheit. Dieses Spiel mit den Zeiten, hier und damals, was würdest du dazu sagen? Ist das eine bewusste Entscheidung oder ist es auch... Ja, das ist eigentlich, das kommt durch meine Großeltern, es kommt durch mein Interesse Daniel Libeskind, in Memory, besonders mit jüdischer Diaspora in der 20. Jahrhundert. Und auch, ich muss sagen, zu sagen, dass wir können nur eigentlich in Kunst mit der Gegenwart beschäftigen. Wenn man ist in einem Museum, man ist mit der Vergangenheit. Aber ich als Künstler, als Theaterkünstler, ich kann nicht sagen, was der Theater soll sein in 20 Jahren. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht, was ich mache jetzt mit den Menschen, jetzt mit den Zuschauern, die sitzen in meinem Theater, jetzt. Aber ich bin auch nicht, und das ist das Problem mit Social Media, wo eigentlich nur die Jetzt existiert. Ich bin jemand, der sagt, ja, aber die Vergangenheit existiert mit Geistern. Ich sage immer, die Dibbuk-Metaphor ist die beste für mich. Dass zum Beispiel Theater existiert nur mit einem Dialog zwischen Jetzt und den Dibbuks von der Vergangenheit. Die Dibbuks sind immer dabei. Mit Menschen auf der Bühne und in der Zuschauerraum. Und ich finde, dieser Dialog mit der Vergangenheit und der Gegenwart ist sehr, sehr wichtig. Und es ist für mich eine Freude, das zu machen. Ich könnte nicht anders. Eine letzte Frage. Wir sind wie die Eier im Topf. Die Eieruhr läuft. Bald sind wir hart. Was ich gerne wissen möchte und hoffe, bleibst du in Berlin oder haust du wieder ab irgendwo anders hin? Nein. Die gute Nachricht ist, ich bleibe in Berlin, wo vielleicht nicht für viele Menschen, alle Menschen, aber ich bleibe in Berlin. Ich habe eine Wohnung gekauft seit 2 Jahren. Nach meiner Zeit in der Komischen Oper, wann ich höre meine Intendanz auf nächstes Jahr. Ich bleibe mit der Komischen Oper verbunden als Gastregisseur. Und Berlin ist meine Heimat jetzt. Ich sage, dass ich bin hier seit 2007. Ich kenne Berlin seit ich 15 war. Ich war hier 2-mal vor der Mauer weg war. Und von 15 an, ich habe eine Liebesaffäre mit dieser Stadt. Es gibt keine andere Stadt in der Welt, wo ich glaube, die Menschen verstehen und kommen zu meiner Arbeit wie das Berliner Publikum in den letzten 15 Jahren. Und diese Liebesbeziehung ist einzigartig, es ist sehr wichtig für mich, es berührt mich sehr. Und ich fühle mich ein Teil von der Ecosystem, der Berliner Ecosystem. Und manchmal der Rest von Deutschland, ich kann weglassen, aber für unterschiedliche Gründe. Aber in Berlin, ich fühle mich nicht nur wohl, aber ich fühle, das ist mein Heimat. Und das ist ein schönes Gefühl. Wir sind alle sehr erleichtert und freuen uns, dass du hier bleibst und danken für das Gespräch. Danke, Sinn. Vielen Dank. Dankeschön, Silly, und Dankeschön, Barry.
Eine wunderbare Liebeserklärung. Wir sind sehr froh, dass er sich entschlossen hat zu bleiben. Das nächste Gespräch erinnert uns wieder daran, dass wie wir die letzten Jahre, beziehungsweise die letzten Jahre, so fühlt es sich an, die letzten anderthalb Jahre eben auch kommunizieren mussten, nämlich per Videoschalte. Inka Bertz, die hier im Museum die Sammlung leitet und viele Ausstellungen kuratiert hat, wird sich jetzt mit Susan Niemann unterhalten, die leider nicht heute hier sein kann, aber wir sind mit ihr verbunden über dieses Internet. Sie ist die Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam und begleitet das Jüdische Museum Berlin schon sehr lange in unterschiedlichster Form mit ihren interessanten und klugen philosophischen Gedanken und Beiträgen. Sie ist uns, wie gesagt, zugeschaltet, Inka Bertz, im Gespräch mit Susan Niemann. Ja, das ist jetzt ein großer Sprung, nicht nur medial, auch im Thema. Hallo Susan Niemann, Frau Niemann. Entschuldigung, ich bin jetzt irgendwie völlig selbst auch verwirrt. Okay. Ich bin verwirrt, das macht nichts. Wir springen jetzt zu einem ganz anderen Thema und sogar in eine ganz andere Zeit. Frau Niemann, Ihr jüngstes Buch trägt den Titel Von den Deutschen lernen, ohne Fragezeichen. Und meine Fragen an Sie jetzt können ein bisschen unter der Überschrift stehen, von den Aufklärern lernen, allerdings mit den Fragezeichen. Und über die Fragezeichen möchte ich gerne mit Ihnen sprechen. Wenn man eine Ausstellung plant, und wir planen jetzt ja eine Ausstellung über Moses Mendelssohn, über das Leben und das Denken eines Menschen, der vor knapp 300 Jahren geboren wurde, 1729, um genau zu sein, kann man sich die Frage stellen, wie nah ist das eigentlich uns, was hat das überhaupt noch mit uns zu tun? Kann man überhaupt solche fernen Epochen an unsere Gegenwart binden? Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist die Aufklärung überhaupt eine Epoche? Ist Aufklärung eine Epoche? Das sind viele gute Fragen. Vielleicht darf ich noch ein Wort zu Fragezeichen sagen. Mein jüngstes Buch hätte ich wohl mit einem Fragezeichen verzieren müssen, dann wären nicht so viele Deutsche davor empört. Wenn man das Buch tatsächlich liest, sieht man schon die vielen Fragen, die da impliziert werden. Nur dazu. Kann man von der Aufklärung lernen? Mensch, ich hoffe es. Ich meine, man kann ja sagen, kann die bekannte Zitat des amerikanischen Philosophen George Santayana geben, wer nicht aus der Geschichte lernt, wird dazu verdammt, sie zu wiederholen. Ich bin nicht mal sicher, ob das stimmt. Ja? Aber wenn man nicht aus der Geschichte lernt, dann verpasst man eine Menge, was nur mit Klischees und Verzerrungen übermittelt worden ist. Und es gibt kein besseres Beispiel davon aus der Aufklärung. Also das meiste, was man über die Aufklärung in der Gesellschaft hört, ja, ist vollkommen falsch, aber vollkommen klischeehaft und falsch. Aber vielleicht kommen wir später dazu. Ja, ich bin schon sehr lange der Meinung, dass nichts aktueller ist als die Aufklärung. Und zwar aus einer Debatte, in der Moses Mendelssohn ausgerechnet eine der Hauptpersonen war, der sogenannte Pantheismusstreit. Manche haben vorgeworfen, er ist daran gestorben. Es gibt etwas daran. Es ging um nichts weniger als Nihilismus. Das ist die Debatte, die das Wort Nihilismus erfunden hatte. Das kommt nicht aus Nietzsche oder aus dem frühen 20. Jahrhundert. Das war schon 1784 in dieser Pantheismusstreit vorhanden. Und die Frage war, wenn wir nicht an einer absoluten festen orthodoxe Religion festhalten, ist die Alternative nur Nihilismus oder gibt es etwas anderes? Also wir haben leider gerade gesehen, wie ein Extrem
fundamentalistische Religionsvorstellung triumphiert hat in Afghanistan. Aber die Islamisten sind bei weitem nicht die einzige. Es gibt christliche und jüdische Fundamentalismen. Also diese Frage ist so aktuell wie gar nichts. Es gibt andere Begriffe aus der Aufklärung, die wir dringend brauchen. Aber erstmal können wir vielleicht dabei bleiben. Vielleicht kann man anfangen, über Moses Mendelssohn zu sprechen, indem man ein paar seiner Witze oder Fastwitze zitiert, weil er wird als diese heilige Figur gesehen und im bestimmten Sinn kann man ihn auch so sehen. Der war ein Geistesgroßer und einer, der es unglaublich schwer hat. Wir können uns in unsere Berlin jetzt gar nicht vorstellen, wie schwer er das hatte. Also als zum Beispiel als erster europäische Jude überhaupt für die Akademie der Wissenschaften vorgeschlagen zu werden, nachdem er jahrelang als der deutsche Sokrates verstanden wurde und dann von niemand anders als Friedrich Wilhelm II. Abgelehnt zu werden. Er wollte keine Juden in seiner Akademie haben. Okay? Aber noch schwieriger war seine Position, sein Versuch, die Aufklärung mit dem Judentum zu verbinden. Ja, also dass er für viele Aufklärer zu jüdisch war und für viele Juden zu aufgeklärt. Und einmal hat er geschrieben, das ist, als ob die Ehefrau mir Impotenz vorwirft, während das Dienstmädchen sich beklagt, ich hätte sie geschwängert. Ja. Und wenn man so ein Zitat mal hört, hat man so ein bisschen einen Blick, erstens in der Zerrissenheit dieses Mannes, aber auch in seiner Fähigkeit, das auch mit, darf man sagen, jüdischem Humor zu meistern, würde ich nicht sagen, aber damit zu leben. Er lebte ja in Berlin in Verhältnissen, die, ja, wenn man es vergleichen will, vielleicht an das indische Kastensystem erinnerten. Und die, um jetzt vielleicht so auf die lebenspraktischen oder die politischen Dimensionen der Forderungen der Aufklärer in dieser Zeit zu kommen, wie meinen Sie, gab es dort Ansätze, vielleicht gerade bei Moses Mendelssohn, die heute für unsere Diskussion über die Position von Minderheiten im Staat, das Verhältnis von Staat und religiösen Minderheiten, von Staat und Religion noch anschlussfähig wären? Oder ist das sozusagen eine Debatte, die lange vorbei ist und mit Gottes Willen ist es überhaupt nicht vorbei. Man soll sich wirklich überlegen, wie schwer es hat, überhaupt ein Aufenthaltserlaubnis in Berlin zu bekommen. Und nachdem er das hatte und er sich in Frommet Mendelssohn, also später Mendelssohn, aus Hamburg verliebte, durften sie nicht heiraten. Er müsste ein Jahr warten, bevor sie ein Aufenthaltserlaubnis bekam. Und das heißt, er war immer geduldet. Ja, und ihm war das sehr klar. Und gleichzeitig haben Teile von Berlin jedenfalls und sicherlich nachher sich mit ihm geschmückt. Und ich glaube, das ist für unsere heute Verständnis sehr relevant, wenn man bedenkt, wir wissen ja nicht, welcher unglaublich begabte Mensch aus Syrien oder Afghanistan kommt, aus wirklich armen Verhältnissen, der so halb geduldet aufgenommen wird, um dann später gefeiert zu werden. Und ich glaube, also da dieser Begriff von Duldung, ja, was ein bisschen schöner klingt, wenn man es Toleranz nennt, aber das ist das Gleiche. Ich
bin sehr davon überzeugt, Toleranz ist nicht eine Hauptziel der Aufklärung, ganz im Gegenteil. Toleranz ist eine sehr schwache Tugend. Also wir tolerieren das, was wir eigentlich nicht mögen und das, wogegen wir nichts tun können. Also es geht nicht darum, anderen Menschen bzw. anderen Völker zu tolerieren, zu dulden, sondern Interesse zu wecken, Respekt zu entwickeln und uns zu überlegen, wer könnte der nächste Moses Mendelssohn sein unter unserer geduldeten Mitbürger. Aber war Moses Mendelssohns Problem nicht, also die Toleranz war vielleicht in der Zeit, als es ja noch nicht so lange her war, dass die Menschen sich genau wegen der Religion gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben, gar kein so rückschrittlicher Begriff, sondern im Gegenteil eigentlich sogar ein Fortschritt. Aber Moses Mendelssohns Problem war ja eigentlich zu sagen, wo sind die Grenzen zwischen dem Säkularen und dem Religiösen, zwischen dem Staat und den Kirchen, inklusive den Rabbinern. Wie berührt das Probleme, die wir heute noch haben? Oder Fragen, die heute stehen? Also das Problem haben wir nicht unbedingt in dem Form. Das ist ganz klar. Mendelssohn wie andere Aufklärer kämpfte gegen eine Politik, die vollkommen religiös bestimmt worden ist. Ja? Also es war, auf Atheismus stand der Todesstrafe. Ja? Und wie Sie mit vollkommen Recht gesagt haben, der Begriff der Toleranz wuchs aus den Religionskriegen des 17. Jahrhunderts. Deshalb finde ich es so falsch, wenn man es heute anwendet an Völker. Es hat einen gewissen Sinn, wenn es um Religionsvorstellungen geht, aber nicht gegenüber Völker. Aber für Mendelssohn, also was religiös wichtig war, könnte jeder Mensch durch die Vernunft verstehen. Das trennte ihn eigentlich nicht von allen Aufklärern. Das war übrigens auch seine Kritik des Christentums, dass bestimmte Dinge einfach mit der Vernunft nicht vereinbar waren. Also die Dreieinigkeit oder die Dreifältigkeit oder die ungefleckte Geburt etc. etc. Das war alles Sachen, die gegen die Vernunft lief. Und Mendelssohn war das Judentum das ist kompliziert, ja. Das war etwas, was er meinte, das Glauben ist nicht unbedingt so wichtig. Man soll das glauben, was mit der Vernunft vereinbar ist. Was wichtig war, waren die Praktiken. Und das ist interessant. Also da hat natürlich sein ganzes Leben lang nie mit seinem besten Freund Lessing eine Mahlzeit bei Lessing eingenommen. Also Mendelssohn selbst hat öfters eingeladen zu sich, wo man koscher essen könnte. Also die Praktiken waren ihm wichtiger als die Glauben. Zunächst, weil man Glauben nicht forcieren kann. Und dann zweitens, weil man nur das glauben sollte, was mit der Vernunft vereinbar ist. Und das ist natürlich, es haben dann viele Kritiker nach seinem Tod gesagt, dann ist es kein Wunder, dass 4 seiner 6 Kinder konvertiert sind. Ja, das ist... Es ist kompliziert, aber das müssen wir heute nicht entscheiden. Vielleicht kommen wir dann auch noch zu einem ganz anderen Thema, uns bleibt mir nicht mehr so viel Zeit. Sie haben in Ihrem letzten Buch von den deutschen Lernen ja
die Geschichte der Aufarbeitung der Vergangenheit in beiden Deutschländern kritisch rekapituliert. Und mich würde interessieren, wo Sie das Jüdische Museum da drin sehen, weil es ja im eigentlichen Sinne kein Holocaust-Museum ist, aber doch irgendwie in diese Geschichte gehört oder doch wieder nicht, was Eigenes zeigen möchte. Also das würde mich interessieren. Und dann natürlich Ihre Frage, was Sie sich für die Zukunft wünschen würden. Also das Jüdische Museum hat sich, soweit ich das verstehe, entschieden gegen die Vorstellung gewährt, es soll ein Holocaust-Museum werden, Gott sei Dank. Ja? Ich sehe das Jüdische Museum als ein Versuch, ein Blick, vor allem für Nichtjuden. Also es ist für Nichtjuden viel mehr besucht und viel wichtiger als für Juden, obwohl es manchmal wunderbare Ausstellungen gibt, die für Juden sehr interessant sind. Ein Blick in dem vielfältigen Leben zu geben, was ja verloren gegangen ist durch die Nazis. Meine Hoffnung für das Jüdische Museum, und das war zum Teil in der Vergangenheit erfüllt, jetzt haben wir eine neue Ära, werden wir mal sehen. Meine Hoffnung wäre, dass es ein Ort ist, das keine Angst hat, die Fragen zu diskutieren, die international unter Juden heute heftig diskutiert wird. Die werden manchmal auch aus der deutschen Diskussion ausgeklammert, nicht immer, aber öfters. Beispielsweise, wer ist Jude? Was macht ein Jude aus? Wir haben jetzt gerade eine Debatte. Vaterlicherseits geht das für die Nazis schon und demnach auch für die Bürgerschaft des Staates Israels. Die Gesetze würden nach den Nürnberger Gesetze geschrieben. Aber heißt das, was heißt das dann? Wer ist Jüde? Ich bin voll Jüdin übrigens. I don't have a dog in this fight. Also das ist eine Frage. Sind wir Universalisten oder sind wir Nationalisten? Das ist auch eine ganz wichtige Frage, die überall auf der Welt unter Juden diskutiert wird. Was ist unsere Beziehung zu Israel? Haben wir eine Pflicht gegenüber Israel? Vertritt uns der Staat Israel? Das sind alle Fragen, die im Jüdischen Museum einen Platz haben und hatten, zum Teil in der Vergangenheit. Und meine Hoffnung für die Zukunft ist, dass sie natürlich auch in Zukunft, unter anderem natürlich, einen Platz haben wird. Vielen Dank für dieses, das war schon ein wunderbares Schlusswort. Und ich hoffe, eine meiner Hoffnungen ist, dass wir diese Debatte vielleicht irgendwann auch persönlich und analog führen können hier weiter. Und das, sehr gerne. Tut mir leid, dass ich heute nicht dabei sein könnte. Ich habe vielleicht, das ist nicht, ich sehe, da sind mehrere Gespräche los. Ich habe die Gespräche über jüdische Musik gefolgt und wunderte mich sehr, dass der Name Bob Dylan nicht gefallen ist. Schließlich haben wir nicht so viel Nobelpreisträger außerhalb der Naturwissenschaften. Aber ich sehe, Sie haben interessante Gespräche hier auf viele Bühnen. Tut mir leid, dass ich nicht persönlich dabei sein konnte. Wir haben uns trotzdem sehr gefreut. Vielen Dank. Danke. Dankeschön, Inka Bertz, und vielen Dank, Susan Neiman, und der Fehler, den habe ich hier weitergetragen mit Ihrem Namen. Schön, dass Sie dabei waren, und alles Gute.
Und es geht weiter. Also das ist ja irgendwie, fühlt sich so ein bisschen an, als wenn man wirklich von Platz zu Platz geht und wie so einen Zoom in die Gespräche reinhört, die noch sehr viel länger und intensiver dauern könnten. Aber das ist ein sehr, sehr schönes Prinzip. Folgt das nächste und letzte Duo im Gespräch. In diesem Museum gibt es ja einen eigenen Bereich für Kinder, die Kinderwelt Anoha. Und die wird geleitet von Arne Kleine Engel, die schon in jüdischen Einrichtungen auf der ganzen Welt gearbeitet hat und die ganze Welt und deren Zukunft beschäftigt, ganz besonders die Klimaschutzaktivistin und eine der Hauptorganisatorinnen von Fridays for Future, Luisa Neubauer. Wir sind sehr froh, dass auch sie heute hierher gekommen ist und die nächsten 15 Minuten gehören euch. Ja, vielen herzlichen Dank. Also dieser Abend steht ja unter dem Motto JMB bis 120 Generationen und Visionen. Und wenn wir jetzt bei Anoha angekommen sind, dann ist ja ganz intuitiv der Blick in die Visionen der nächsten Generationen, die uns ja auch tatsächlich schon beim Bau des Hauses begleitet haben, bei der Ausstellungsgestaltung und natürlich auch beraten und geleitet haben oder weiterleiten bei der Gestaltung des Programms. Ganz kurz zu Anoha. Der Name verrät es ja ein bisschen. Es geht um die Geschichte der Arche Noah. Ausgangspunkt ist da eine egoistische und rücksichtslose Menschheit. Mit ihr hat die Welt keine Zukunft. Und so kommt es zu einer durch das Fehlverhalten der Menschen verursachten globalen Klimakatastrophe, der Sintflut. Sie führt uns nicht nur die Fragilität der Welt vor Augen, sondern auch die Verantwortung des Menschen, die hier in Gestalt von Noah eingenommen wird, der die Tiere, ja alle Tierarten, in reproduktionsfähiger Paarung an Bord bringt. Also ein Text, ein früher Text zur Biodiversität. Ein Neuanfang kann nur mit der gesamten Artenvielfalt gelingen und nur, wenn das alte, schlechte Verhalten weggespült wird. Luisa war jetzt schon zum zweiten Mal bei uns. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Herzlichen Dank. Und meine erste Frage ist ja auch gleich, wenn wir jetzt auf diesen Aspekt, wie ich ihn gerade zur Sintflut genannt habe, Klima- und Artenschutz schauen. Wie passt denn unsere alte Geschichte zu deiner Vision von der Zukunft? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ich danke ganz herzlich, dass ich hier sein darf. Herzlichen Glückwunsch auch an der Stelle. Du hast es gesagt, ich durfte jetzt schon zweimal in das Kindermuseum reingucken. Vielleicht könnten Sie mir einmal zeigen, wenn Sie schon mal da waren, dann könnten Sie vielleicht so, ja. Also ich kann es wirklich nur allen Menschen empfehlen. Ich habe das schönste Erlebnis da überhaupt haben dürfen. Wir durften nämlich alleine da sein, später am Abend. Also wir kamen schon nachts im Museum, da kamen wir schon nah dran. Und ich glaube, es war einer der Museumsbesuche, der mich wirklich also mit am meisten auch nachhaltig beeindruckt hat und mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen, das können wir in 15 Minuten niemals abdecken. Deswegen gehen Sie doch so gerne hin. Und eine Sache, die mich aber von Anfang an, vom Eintritt ins Museum sehr beeindruckt und berührt hat, ist der Enthusiasmus und die Abenteuerlust und auch die Ernsthaftigkeit, aber auch das Spielerische, das mit der Bewältigung einer Herausforderung einherkommt. Das Museum beschäftigt sich sozusagen nicht 90% damit, ob jetzt die Sintflut schlimm ist und ob man vielleicht was tun müsste, das ist in etwa der Stand der Klimadebatte, sondern man erkennt an, da ist eine Herausforderung. Und dann geht man sie an. Und das ist ein so tiefer Impuls, das klingt irgendwie banal, aber dass man sich in aller Ernsthaftigkeit einer Herausforderung stellt, sich von der Frage verabschiedet, wie schlimm sie eigentlich ist und dann überlegt, wie machen wir das. Das wäre etwas, was ich einem Beteiligten in der Politik so gerne ans Herz legen würde. Vielleicht müssen die auch mal in das Museum reingehen. Und dann kommt ein zweiter Aspekt dazu und das ist auch so schön, dass sich in der Bewältigung der Herausforderung wird nicht zwischen verschiedene Nöten abgewägen. Es wird nicht gesagt, ist die eine Art wichtiger oder die andere, ist das eine Problem wichtiger oder das andere. Aber das Ausspielen von verschiedenen Konflikten ist das, was wir jeden Tag in der Klimadebatte erleben. Ist der Naturschutz wichtiger oder der Klimaschutz? Haben jetzt die Alten oder die Jungen recht? Wer ist jetzt eigentlich wie sehr betroffen und können wir uns das überhaupt leisten? Diese Fragen werden zweitrangig behandelt, weil vielmehr geht es darum, wie können wir so gerecht und nachhaltig und liebevoll und achtsam wie möglich diese Herausforderung bewältigen.
beschäftigen. Und das kann uns allen, ich glaube hier, aber eben auch politisch, eine sehr große Lehre sein. Ja, vielen Dank schon mal für diesen flammenden Plädoyer, auf jeden Fall alle einmal ins Kindermuseum zu kommen. Und uns ist auch tatsächlich sehr wichtig dieser Aspekt des Empowerments der Kinder, die wir ja, wenn wir jeden Tag mit ihnen ins Gespräch gehen, nicht nur fragen, wie stellst du dir deine Zukunft vor, sondern ja auch damit immer wieder ermutigen möchten, dass sie tatsächlich diese Zukunft selbst mitgestalten können. Und das ist ein Aspekt, der merkwürdigerweise so wenig Raum findet bisher. Also man fragt die Kinder ganz normal, was willst du werden? Man fragt sie so selten, in welcher Welt willst du mal leben? In welcher Gesellschaft? In welcher Stadt? Und das heißt, man beantwortet die Frage, was willst du mal lernen, in den Kategorien Rockstar oder Astronaut oder eben höher, weiter, schneller. Aber nicht, ich würde gerne in Strukturen leben, die mir vielleicht ein gerechteres oder nachhaltigeres Leben ermöglichen. Und was dahinter steckt, ist ja die Kunst des Imaginieren, des Zukunftsdenkens, des Zukunftsschreibens, die sowohl auf dem schulischen, aber eben auch gesellschaftlich medial so wenig Raum findet. Und offen bleibt dabei die Frage, wie sollen wir das denn machen? Wie sollen denn Menschen, nicht nur Kinder übrigens, lernen, sich Zukünfte vorzustellen, damit sie sie irgendwann mal gestalten können. Und deswegen ist es auch ganz logisch, dass die geläufigsten Entwürfe von Zukunft oftmals eine Verlängerung der Gegenwart sind. Nur ist die Gegenwart vor allem neben vielem Großen und Schönem, was erreicht wurde, auch eine Ansammlung an Krisen, die kaum mehr zu managen sind. Und wir sprechen uns in einem sehr außergewöhnlichen Sommer, in dem Flutkatastrophen, Pandemien, Kriege, Konflikte, all das zusammentrifft, als wollte die Welt noch einmal sagen, Leute, macht die Augen auf, das kann so nicht weitergehen. Und das heißt, es ist so richtig und so notwendig, genau dort anzusetzen, wo man eben die Frage in den Raum wirft, was ist denn diese Zukunft? Und wie schaffen wir nicht nur die Vorstellung, sondern die Kraft, auch Vorstellungen zu imaginieren, zu gestalten, zu entwerfen. Ich kann mir jetzt, also ich habe mitbekommen, heute läufst du von einem Interview zum nächsten. Es ist ja auch Wahlkampf. Und dann kommen natürlich ganz schnell so Fragen. Ja, dann sagen Sie mal, Frau Neubauer, oder sag mal, Lisa, wie sollen wir es denn jetzt machen? Und die fertige Lösung muss hin. Jetzt versuchen wir im ANOA immer auch den Kindern dieses Erlebnis, während sie auf der Arche sind, ja auch wie eine Art Labor zum Ausprobieren. Also nicht im Sinne von, ich weiß eh, dass das nicht klappt oder ich weiß es besser, sondern probier es doch mal auszumachen. Ist das vielleicht auch ein Modell, was wir in die Politik mal reintragen könnten? Das ist eine gute Frage. Ich würde sehr vehement Ja und sehr vehement Nein dazu sagen. Das eine ist ja, dass wir ökologisch unter einem Zeitdruck stehen, der eigentlich nicht auszuhalten ist. Also wir haben ungefähr 4 Jahrzehnte darüber gesprochen, ob das Problem existiert und wenn ja, wie schlimm es ist und ob wir uns der Sache vielleicht annehmen wollen. Da stehen wir jetzt und uns rennt die Zeit davon. Das heißt, ich wünschte, wir hätten mehr Zeit zum Ausprobieren und ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, sozusagen auch Fehler zu machen in der Bewältigung der Krisen. Und jetzt sozusagen stehen wir unter einem enormen Druck, das ist absurd und jeder Erfinder, jeder Ingenieur würde sagen, das ist eine Zumutung schlechthin, weil Erfinden kommt ja auch mit Fehlern einher. Das heißt, auf der einen Seite ist, glaube ich, der Spielraum, um auszuprobieren, durch ganz, ganz viel Verweigerung ehrlicherweise in der Vergangenheit relativ klein geworden. Aber den Raum, den wir noch übrig haben, den müssten wir radikal erweitern und da feststellen, dass wenn wir anerkennen, dass die ökologischen Krisen alles betreffen, ob wir das Miteinander, wie wir gehen, wie wir uns bewegen, wie wir handeln, wie wir essen, wie wir leben, wie wir Räume gestalten und Parks und Städte und das Land und all das, das ist so allumfassend, auch das Miteinander, wie kann eigentlich Menschheit funktionieren ohne andauerndes Ausbeuten natürlicher Räume? Wie sind wir als Mensch? Was macht das mit uns? Das geht ganz tief, das stellt Sinnfragen. Und das heißt, es wäre merkwürdig und ist es auch ein bisschen merkwürdig, dass Klimafragen so radikal outgesourced werden. Das sollen irgendwie Transformationsforscher oder Aktivisten, das sollen Ingenieure rausfinden. Aber wir brauchen da ja alle für. Und das,
das Lebensgefühl, das Lebenswissen von jeder und jedem Einzelnen ist da ja entscheidend. Und das heißt, die Räume, in denen Menschen, egal woher sie kommen, zusammen ausprobieren und denken und fantasieren, aber auch erfinden können über das neue Leben miteinander, das ist, glaube ich, eine Sache, die wir sehr dringend brauchen. Und es freut mich, dass diese Räume immer weiter geöffnet werden, dass Partizipation ja auch politisch viel, viel radikaler angegangen wird, dass sich Museen öffnen, um solche Fragen anzugehen. Genau, du hattest es ja auch gerade angesprochen, ist ja nicht nur ein Thema, was irgendwo outgesourced werden kann an irgendwelche Ingenieure, die irgendetwas tun sollen, sondern es ist ja mehr als ein Querschnittsthema, es ist ja einfach permanent vorhanden und auch natürlich geht es im ANUA nicht ausschließlich um diese eine Frage des Klima- und Artenschutzes, sondern natürlich auch um das, wie wollen wir gemeinsam leben? Wie wollen wir miteinander auskommen? Als eine Frage an die Zukunft, die eben hinausgeht über, was willst du denn mal werden, Arzt oder Rechtsanwalt? Also die tatsächlich weiterführt, wie wollen wir dieses Leben gestalten? Das greift ja jetzt auch wiederum ein in diese große Frage, diese große Angst, die ja häufig geäußert wird, ja, wenn der Klimaschutz kommt, dann ist unser ganzer Wohlstand ja dahin, wir müssen uns fürchterlich einschränken. Also ich kann dann die ganze Negativpalette aufzählen. Ja, da gibt es einiges. Genau. Ist das eben auch eine Frage, die immer wieder kommt? Natürlich, und ich finde es auch gar nicht so abwegig. Meine beiden Eltern sind oder beziehungsweise waren Boomer. Ist also eine ganz interessante und auch ich bin großer Fan von dieser Generation, eine Generation, die wahnsinnig hart gearbeitet hat. Und als meine Eltern in den 80ern anfingen, wirklich, wirklich hart zu arbeiten, haben sie das gemacht, damit es ihren Kindern besser geht und damit man etwas aufbaut. Und damit nebenbei hatten sie noch mit diversen anderen Problemen zu kämpfen, aber es war ein Fortschritt und ein Wohlstandsgedanke dabei. Und meine Eltern, und ich glaube, das spricht für viele Menschen dieser Generation, die meinten das ganz sicher nicht böse und die haben das auch gar nicht beabsichtigt, neben dem ganzen harten Arbeiten, neben dem Wohlwollen eben wahnsinnig viele Emissionen und ökologische Schäden zu produzieren. Und damals hatte man dann Ideen, dass man ein bisschen Filter einbaut oder vielleicht in der Zukunft Lösungen findet. Das hat nicht so gut funktioniert. Und jetzt stehen wir da. Und das heißt, wenn wir jetzt sagen, ey Leute, das kann so nicht weitergehen, finde ich den Impuls total nachvollziehbar zu sagen, ey, das ist jetzt ein bisschen respektlos, Kinder. Wir haben hier so hart gearbeitet, damit ihr ein gutes Leben habt in einer sicheren Gesellschaft mit viel Wohlstand. Und das ist jetzt euer Dank dazu. Ja, supi. Und beide Seiten haben in meinen Augen recht. Ich habe gerade ein Buch veröffentlicht mit einem Vertreter von dieser Generation, in dem wir auch darüber gestritten haben und zu dem Schluss gekommen sind, wenn wir die Zukunft angehen wollen, wenn wir sie in die Hand nehmen wollen, wenn wir nicht stumm zugucken wollen, wie sich Katastrophe über Katastrophe überschlägt, wenn wir also auch eine Art von Respekt vor der Zukunft und den zukünftigen Generationen einfordern wollen und müssen, dann gilt das auch für die vergangenen Generationen. Und die Zukunft wird so viel handhabbarer, wenn wir auch die Vergangenheit nachvollziehen können, wenn wir auch verstehen können, besser verstehen können, woher wir kommen. Und in dem Sinne, wir sprechen ja auch heute über die letzten 20 Jahre, nicht nur über die Zukunft, ist es so wichtig, dass man das auch als etwas versteht, was sich gegenseitig bedingt. Ein Verständnis für gestern, das vielleicht im besten Falle das Verständnis für morgen schärft. Das geht, glaube ich, nicht auch ohne eine Art von vielleicht Einsicht, die aber auch auf beiden Seiten kommen kann. Und das ist, finde ich sehr, sehr vielversprechend. Und dann, wenn wir das geklärt haben, können wir vielleicht auch diese Wohlstandsdebatten ein bisschen leichter nehmen. Denn unter uns ist natürlich auch der Anspruch, Wohlstand zu schützen, im Kern eine Klimaschutzforderung. Denn nicht zuletzt haben wir gerade in Nordrhein-Westfalen gesehen, dass der Wohlstand, den Menschen dort über jahrzehntelang erarbeitet haben, die Häuser, die Autos, wenn dann eine tatsächliche Flut kommt, innerhalb von wenigen Stunden die Straßen runterfließt. So fragil ist dann die Welt doch, die so stabil scheint. Und das aufzudecken und das anzuerkennen, ist jetzt eben unsere gemeinsame Aufgabe. Und das machen wir aber und immer mehr Menschen packen an und haben vielleicht auch keine Lust mehr mittlerweile auf die Ausredensucherei und die Ja-Aber-Argumente, sondern finden auch vielleicht die Idee ganz spannend, sich den Krisen anzunehmen, wohl wissend, dass eben
so, so viel Schönes daraus kommen kann, wenn wir das solidarisch und nachhaltig und gemeinsam machen. Ja, jetzt sind wir auch schon fast durch. Ich habe noch eine letzte Frage, die man uns vorab so gestellt hatte. Was wünschen wir denn, Anua, für die Zukunft auch? Also ich wünsche mir jetzt auch gerade noch mal den ganz ehrlichen Dialog, den wir führen. Meine Frage jetzt an dich, was wünschst du den Kindern, die ins Anua kommen und Anua? Also zum einen wünsche ich, dass sie ihre Eltern mitbringen. Und im besten Falle ist das... wird das ein Ort, der eben nicht nur für den Moment da ist, wenn die Kinder dort drin sind, sondern der Nachhalt und der auch ein bisschen eine Eintrittstür ist in den erweiterten Vorstellungsraum, den erweiterten Zukunftsraum, den erweiterten Gestaltungsraum. Und jetzt gerade sind die kleinen Besucherinnen und Besucher in diesem Museum, denen ist schon eine sehr bedrohliche und beunruhigende Zukunft gerade vorgesetzt. Und ich wünsche mir so sehr, dass alle anderen, gerade die Älteren, alles tun, damit sich das zu Besseren wendet. Und wir brauchen aber dabei eben auch die Kinder, die uns so viel beibringen können über das achtsame Miteinander, über das Neugierigsein, über das Weltentdecken wollen, ohne alles kaputt machen zu müssen gleich. Und auch über das... über diese radikale Offenheit, als wir in dem Museum waren, hat mich eine Sache beeindruckt. Da steht ein Einhorn in diesem Museum, ein ganz, ganz schönes Einhorn. Und die, das hattest du erzählt, die Eltern kommen oftmals an und sagen, ah, das ist das schönste Tier, das ist das Einhorn. Und weil das ist ein Ding, ist ein Trend und die Menschen finden anscheinend gerade alle Einhörner toll. Und bei den Kindern ist es aber nicht so. Die Kinder sind nicht so judgy. Die sagen nicht, nur weil das jetzt irgendwie special ist, weil es vielleicht, weiß ich nicht, manchmal fliegen kann, manchmal nicht, ist das jetzt das beste Tier. Da vorne ist der Nasenbär, der ist auch super. Und das Krokodil hat auch viel Charme und auch die kleinen Ameisen, die sind zwar ganz klein, aber die sind auch besonders. Und es hat mich so bewegt, wie man vielleicht auch das wieder verlernen kann, das Bewerten, das Herabblicken und sich von den Kindern abgucken kann, was eigentlich ein offener Blick auf die Welt ist. Da kann ich nichts mehr zu sagen. Vielen Dank. Perfekt. Dankeschön. Dankeschön, Luisa Neubauer und Anna Kleine-Engel. Und damit geht der Kultursommer zum 20. Jubiläum des Jüdischen Museums Berlin tatsächlich zu Ende. Leider, aber irgendwann ist es dann eben vorbei. Danke für all die interessanten, faszinierenden und tiefen Gespräche, die wir heute hatten, die wir nur so angerissen haben aufgrund der Kürze der Zeit. Aber ich glaube, die einem so hinterlassen, dass man sagt, man möchte eigentlich mehr davon erfahren. Man möchte mehr über die Menschen erfahren, die auf der Bühne saßen und mehr über das, worüber sie gesprochen haben. Und danke natürlich für diese wundervolle Musik und danke an alle, die diesen Abend zu dem gemacht haben, der er dann geworden ist. Das heißt vor allem den Kolleginnen und Kollegen vom Jüdischen Museum Berlin, den Technikern von Artlights und Betamobil, den Mitarbeitern von Esskultur da draußen, die dafür gesorgt haben, dass es ihnen hier gut geht. Und vor allem Ihnen, die Sie heute hergekommen sind und Ihnen, die Sie zugeschaut haben vielleicht. Das ist auch sehr schön, dass wir mit Ihnen verbunden sein konnten. Und ja, machen Sie es gut, vielleicht auf die nächsten mehreren 20 Jahreszeiten mit und in diesem Museum. Auf Wiedersehen.